Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren ehrenwerten Folge Assassin's Creed Valhalla. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer natürlich Dankeschön für das Feedback auf die ersten 5 Videos. Vielen Dank, dass ihr immer noch am Start seid, dass ihr Bock habt, das auch zu unterstützen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es so weitergeht, Freunde. Ihr wisst ja, Liebe und Support gerne für die Projekte. Wenn es euch gefällt, ihr mehr sehen wollt, macht bei den Gewinnspielen mit. Ich habe es ja jetzt schon das ein oder andere Mal erklärt. In der Videobeschreibung ist alles verlinkt. Und wenn ihr bei dem Gewinnspiel von mir mitmachen wollt, einfach liken. Und natürlich auch in die Kommentare und Discord und oder Instagram-Namen schreiben. Genau. So, Nahkampf, Widerstand, Fernkampf. Ach, hier kann man trotzdem noch Fernkampf. Krass. Gibt schon viele Talentbäume oder Talentbäume-Abschnitte, wa? Leichter Bogen-Kombo. Krass. Inventar, was haben wir hier noch? Questgegenstand. Eine milde Jagd. Ach so, ja, okay. Und wir haben noch nebenbei eine Rune gefunden, gleich mitbekommen. Gut, Freunde. Sollen wir eigentlich, ich hätte schon Bock, ehrlich gesagt, wir werden jetzt gleich erstmal mit Sigurd reden. Aber ich hätte ehrlich gesagt auch Bock, wir wissen ja, ihr wisst es ja auch, irgendwann zieht es uns ja storymäßig Richtung England. Ich würde allerdings schon mich vorher umschauen hier gerne in Norwegen, wa? Solange wir noch hier sind. Ich gehe mal davon aus, dass man später vielleicht per Schnellreise immer hin und her wechseln kann, aber... Jawohl, Jungs. Ich würde es trotzdem vorher noch gerne machen, aber wir reden jetzt erstmal mit Sigurd. Und schauen mal, wie es jetzt weitergeht. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass sobald wir den getötet haben, ich kann den Namen nicht aussprechen, aber den, der unseren Vater und Mutter getötet hat, dass es vielleicht dann schon nach England geht oder so. Eivor, du hast den Auftakt verpasst. Kjötvis Vorposten schmolz dahin, als wären wir der Frühling. Greifen wir also von hier aus an? So ist es und wir sind hungrig auf den Kampf. König Haralds Truppen stehen bereit. Gib nur den Befehl. Das werde ich, doch vor dem Angriff habe ich eine Bitte. Welche? Dass Eivor Kjötvi vor den Toren seiner Feste herausfordern darf. Zu einem Zweikampf bis zum Tod. Ist es das, was du willst? Kjötvi stahl meinem Vater jede Ehre und Würde. Ich werde sie zurückerobern. Wenn es um die Ehre geht, soll sich niemand einmischen. Und sollte Kjötvi vor Beginn der Schlacht sterben, umso besser für uns. Heute nun muss meine Klinge das Werk von skuldscharfer Schere tun und Kjötvis Schicksalsfaden kappen. Gut gesprochen, mein scharfzüngiger Kriegerskalde. Mögen wir alle das Lied dieser Saga hören. Eivor, auf ein Wort. Basim, Heitam. Diese Fehde ist nicht die eure, doch kämpft ihr mit uns. Das scheint mir seltsam. Du findest es seltsam, weil du dich irrst. Unser Clan, die Verborgenen, wir bekämpfen Kjötvis Orden schon seit Jahrhunderten. Ihr kamt aus Miklagard hierher, um Kjötvi zu töten? So ist es. Vielmehr kamen wir, damit Heitam ihn töten kann. Mein Lehrling studiert dieses Ziel schon seit Monaten. Ist Kjötvis Ruf außerhalb Nordweges so groß? Nicht sein eigener Ruf, doch der des Ordens, zu dem er gehört. Sie sind, sagen wir, Rivalen unseres Clans. Heitam, dies geht nicht gegen dich oder die Verborgenen, doch Kjötvi gehört mir. Meine Familienehre steht auf dem Spiel. Das verstehe ich. Was zählt ist, dass Kjötvi heute stirbt. Darin sind wir uns einig. Ach, der Typ gehört zu den Templern an, oder was? Habt ihr schon Symbole auf der Rüstung gesehen von diesem Kjötvi oder was weiß ich, wie der heißt, Alter? Köpek? Nennen wir ihn einfach Köpek, okay? Alles klar. Passt doch zu ihm, oder?
Kjötvi! Sigurd Hurensohn! Du schleichst um meine Mauern wie ein Dieb in der Nacht. Stell dich mir! Du kämpfst mit mir, Kjötvi. Sigurd ist nur hier, um zuzusehen, wie man Rabe dein Herz frisst. Sieh mal an! Wieder einmal erscheint Eivor Wolfsmal, um sich an mir zu versuchen. Dies ist meines Vaters Schande. Ich hole die Ehre zurück, die ihr verlor. Ich fordere zum Heimgang! Hier! Gegen den Eidbrecher! Du wirst flehen, wie dein Vater gefleht hat, Wolfsmal. Kreischen, wie deine Mutter gekreischt hat. Du bist erledigt! Du hast mein Leben zerstört! Nun nehme ich das! What the fuck? Du solltest tanzen und nicht kämpfen! Hä? Alter, der hat mir einen Punch gegeben! Ich brauche keine Waffe für dich! Ist das gewollt? Oder habe ich jetzt versagt? Steh auf, Eivor. Das ist gewollt, okay. Heute ist nicht dein Todestag. What the Warum fuck? Stirbst du nicht einfach? Wir sind nicht allein, Kjötvi. Der Allvater sieht zu. Warum kämpft er ohne Waffen, Alter? Ich wollte gerade sagen. Deine Klinge wird dein Blut trinken. Holy shit, Junge! Gefühlt mache ich gar keinen Schaden, wa? Ausdauer. Oh, ich muss auf die Ausdauer achten. Hinter ihm ist Heilung. Okay, das ist gescriptet. Okay, das ist so gewollt. Dachte schon, ey. Warte mal eben kurz, es ist mega dunkel, Alter. Ich glaube, es ist ein bisschen besser jetzt, wa? Ein schändlicher Trick, Wolfsmal. Du bist das... Was ist das denn hier? Ups. Vaters. Ja, schnell Aktionsrad. Wollte ich doch gerade gar nicht. Jawohl, Junge. Für meine Eltern! Schön! Schöner Finisher! Steh auf, Eivor! Und erwache! Odin? Was verlangst du von mir? Du erhältst deinen Lohn, Wolfsmal. Den Ruhm meines Todes. Alles hierfür. Deinen feigen Vater und sein sinnloses Opfer.
Sieh den Preis unseres Krieges, Wolfsmal. Die Ernte dreier Generationen tot. All ihre Namen vergessen. Nichts davon hat Bedeutung. Nein, mein Clan wird nicht vergessen werden. Ich kämpfte so hart, so verbissen, um zu leben, denn ich weiß, was uns am Ende erwartet. Nur Dunkelheit. Sag mal, sind wir irgendwie mit Itachi aus Naruto verwandt oder was? Alter, da kommt einfach die Krähe aus dem Maul. Danke, Scheiße. Eure Leben sind verwirrt. Kommt her, wenn ihr müsst. In den Schmelztiegel eures Untergangs. Dein Vater ist tot, Gorm. Seine Schuld getilgt. Öffne die Tore und du wirst verschont. Wälz dich in Scheiße, Wolfsmal. Bogenschützen zielen. Erben, zeig keine Gnade. Bogenschützen. Feuer! Wir halten sie fest! Ab nach oben! Soll ich hier hochklettern? Voran zum Ruhm! Nimm das! Ein schwarzer Wurf! Alter! Los, Evo! Steck die Leitern auf, ihr Schlappen! Steck die Leitern auf, ihr Schlappen! Oh. Über die Mauer! Und reißt das Tor nieder! Odin ist mit! Mann, Junge! Odin ist auf unserer Seite. Ganz kurz mal eben. Du wirst leiden. Schlag zu wie tot. Ja, ja. Du bist schon so gut wie tot. Das Lustige ist, anscheinend ist in diesem Spiel Thor auf unserer Seite und nächstes Jahr, wenn es denn rauskommt, wird Thor und Odin höchstwahrscheinlich von Kratos getötet. Freue ich mich auch extrem drauf. Oh, Ausdauer, Ausdauer. Odin sieht uns zu! Ey, gefühlt mach ich so wenig Schaden, ey. Also wie gesagt, dieses Kampfsystem, ich weiß nicht, wer mir da irgendwas anderes erzählen will, als natürlich am Ende ist Geschmackssache. Das Kampfsystem ist hier natürlich nicht ausgefallen und auch nichts Neues, so. Es ist natürlich, auch wieder stark inspiriert von Dark Souls und so weiter. Aber dieses... Geil! Dieses Kampfsystem ist tausendmal besser als das alte. Das ist wirklich einer der Vorteile von dem neuen Assassin's Creed. Das Kampfsystem von auch Unity, was wir jetzt vor ein, zwei Monaten, wo wir es nochmal gezockt haben. Dieses Kampfsystem ist einfach viel besser, weil es einfach viel abwechslungsreicher und motivierender ist. Es ist halt einfach so. Für mich persönlich zumindest. Am Ende ist es natürlich, wie gesagt, Geschmackssache. Deck mir den Rücken! Fluch der Scheißhaufen! Ey, du bist selber ein Scheißhaufen. Mach auf! Ey, was? Vergieß ihr Blut! Komm doch! Auf dich, der Fluch, Junge! Wo ist der Pfeil hingegangen? Okay, der ist natürlich komplett daneben gewesen. Blut! Ja! Was denkst du dir? Meinst du, hast du eine Chance gegen mich? Bringt es überhaupt so. Bringt es überhaupt irgendwas, den Kleinen wegzumachen? Ne, ich krieg nicht mal Erfahrungspunkte, oder? Anscheinend. Daneben nicht. Ein Scheiß auf euch.
so. Mach dich berechenbar. Du bist nur ein Schatten deines Vaters, Gorm. Schwach und geistlos. Und du wirst diesen Ort nur als Asche im Wind verlassen. Na, das werden wir ja mal sehen. Wer bereitet so eine Kletteraktion vor? Wer bereitet? Wer von denen, von seinen Leuten hat das schon hier schön aufgebaut, weißt du? Wer war das? Willst du flüchten oder was? Feigling Gorm flieht. Sein Vater starb heute zweimal. Ja, wir müssen aber trotzdem mal festhalten, Hightams Versuch, den abzustechen von der Seite wie ein Feigling, ja, war ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Eivor, der Tag ist unser! Lass den Feigling ziehen! Eivor, der Schlachtatem steigt mir von der Stirn. Die Skalden werden diesen Tag besingen. Der Tag ist unser, doch Gorm ist entkommen. Er floh nach Norden, in König Haralds Reich. Lass dieses geschundene Ferkel fliehen, wohin es will. Sein Vater ist tot, sein Clan zerstreut. Wir herrschen in Rygjafylki. Ein zahnloser Welpe kann zu einem gefährlichen Wolf heranwachsen. Eivor, lass es. Hör zu. Du hast deine Ehre wiederhergestellt. Genieße den Sieg. Und morgen wird gefeiert. Du hast recht, Bruder. Du hast immer recht. Gudarm, übermittle die Nachricht unseres Sieges deinem Neffen, dem König. Das habe ich bereits, Sigurd. Er wird höchst erfreut darüber sein und euch einen Ehrenplatz bei seinem Ting in Alrekstadir einräumen. Sag ihm, wir kommen, von der Schlacht berauscht und Ruhmeslieder singend. Suche die Gesellschaft von Königen und bald hast du deine eigene Krone. Wenn die Nornier es so vorsehen... Bleib hier und plündere, was du kannst. Ich überbringe Vater die Neuigkeit unseres Sieges, bevor er zu Haralds Ting aufbricht. Ich weiß, Sönin. Ein andermal. Sönin ist der Name von dem Raben von uns, oder wie? Ob das nicht noch irgendwie, ob das nicht noch nach hinten losgeht vorne, dass wir den jetzt haben laufen lassen? Ich weiß ja nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich komme noch nicht so richtig zurecht mit dem Parcoursystem. Ja? Es ist so ungewohnt, auf den linken Stick oder also den linken Stick drücken zu müssen, damit du lossprintest. Das ist so ungewohnt irgendwie für mich, ehrlich gesagt. Weil entweder bisher ging es halt über die Schultertaste oder halt automatisch, wa? Aber du musst jetzt, wie gesagt, den linken Stick drücken. Damit du lossprintest. Warte mal. Sieht fast so aus, als wenn der Eingang. Ach doch, doch hier oben oder was? Ah, schön, 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 schön. Aber das Kampfsystem gefällt mir. Das Kampfsystem gefällt mir. Und wir sind ja noch am Anfang. Wir haben ja noch gar keine Fähigkeiten freigeschaltet. So, schleichen. Wieso brauchen wir eigentlich... Und wieso hat eigentlich diese Puppe... Das fiel mir gerade... Fällt mir jetzt erst ein. Wieso können wir eigentlich hier Schleichangriffschaden erhöhen? Wenn noch gesagt wurde, dass die Klinge... Egal welches Level der Gegner hat, egal welches Level du hast... Mit einem... Kill oder mit einem Stich töte sofort komplett. Warum kann man hier trotzdem den Schaden erhöhen? Oder ist es doch nicht so? Wahrscheinlich ist es doch nicht so, ne? Weil irgendwie diese eine Puppe hat ja anscheinend überlebt. Ich weiß auch gar nicht, ich hatte da auch nicht auf die Beschreibung geachtet, wie ich das genau ausführen soll, den Kill. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Weil die meinten ja, warte ab. Aber ich habe ja sofort zugestochen. Schön, Alter, schön. Alter!
Auch mit dem Gejaule da im Hintergrund. Ich will mir jetzt nicht ewig Zeit nehmen. Ist jetzt nicht das beste Bild. Ich weiß es selbst. Ist jetzt nicht das beste Bild, aber egal. Gebiet nicht verfügbar? Wieso ist das Gebiet nicht verfügbar? Helheims Jezorn. Wieso steht da Gebiet nicht verfügbar? Bin ich hier an den äußersten Rand oder was gekommen? Fähigkeiten. Mithilfe von Büchern des Wissens kannst du Fähigkeiten erlernen. Fähigkeiten sind mächtige Kampfaktionen, die Adrenalin kosten. Einige sind eher für den Nahkampf gedacht, andere für den Fernkampf. Du kannst bis zu 8 Fähigkeiten gleichzeitig zuweisen. Verbessert Fähigkeiten. Wenn du zweimal das gleiche Buch des Wissens findest, wird die bereits erlernte Fähigkeit verbessert. Bücher des Wissens. Um mehr Bücher des Wissens zu finden, musst du in allen Gebieten nach Schätzen Ausschau halten. Du findest diese Bücher oft schwer bewacht in Klöstern oder Militäranlagen. Militärlagern. In einem Tobsucht... Ja. Das ist natürlich... Tja, scheiße. Beziehungsweise, was heißt scheiße? Aber Freunde, das heißt... Eigentlich müssten wir in jedem Gebiet die ganzen Schätze mitnehmen. Das heißt es eigentlich. Das heißt es eigentlich für mich gerade. Cowabunga! Schön in diesem Eisbach schwimmen, oder? Mit kompletten Klamotten. Ey. Jawohl, Junge. Ja, da frierst du, wa? Junge. Wenn da noch dein Schniepel zu sehen ist, Alter, dann weißt du Bescheid, Junge. Dann hast du es geschafft im Leben. Gut. Ja, eigentlich... Ja, wie gesagt, eigentlich heißt es, wir müssen uns die ganze Schätze holen. Weil wer weiß, was da so lauert. Geile Waffen... Neue Fähigkeiten. Fähigkeiten, die wir haben, verbessern. Alles, was man will, oder? Ja, wie gesagt, ich muss ehrlich gesagt wirklich noch ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Das ist natürlich alles so ein bisschen Gewöhnungssache. Gerade wenn man die letzten Wochen und die nächsten Wochen so viele Spiele gleichzeitig zockt, weißt du? Irgendwann kann man da auch schon hier und da mal vor durcheinander kommen. Durchs Dach vielleicht? Hallo? Oder auch nicht. Was ist das jetzt? Scheitert es jetzt hier schon dran, oder was? Kann man das kaputt machen irgendwie? Ja, dachte es mir schon. Dachte ich mir, ich bin so schlau, Alter, ich bin so super schlau. Rüber da mit dir, Eivor. Und jetzt da rein, bitte. Da rein, bitte. Hier rein, bitte. Genau. Loslassen. Danke. Kohlebarren. Auch gut. Auch gutes Zeug. Lass einfach los. Lass einfach los. Was sind die weißen Punkte? Was sind die weißen Punkte? Artefakte. Ah, scheiße, Mann. Oh Gott, ich gerate direkt schon wieder in den Sammelwahn, weißt du? Was bringen die Artefakte? Das will ich jetzt auch mal kurz sehen. Kurz mal abchecken. Ob das irgendwie uns stärker macht vielleicht oder sowas. Oder ob das einfach nur Sammelobjekte sind. Holt Hatem da immer noch oder was? Wegen seiner Schande? Ganz schön peinlich gewesen, oder, Junge? Niemand will mit dir sein, deswegen steht er hier immer noch ganz allein. Kleiner Reim für euch, so muss das sein. Lass mal schauen. Schatz... Schatzhortkarte.
Gelbe Federn, Silber, Schatzkarte. Schatzkarte. Ach so. Ach so, werden die nicht automatisch entdeckt? Man muss sie erstmal gefunden haben, oder wie oder was? Ist das so, ja? Und hier ist ein Rätsel. Hier ist noch ein Schatz. Ja, Freunde. Ja, lasst gerne mal Feedback dazu da. Sollen wir das machen? Macht ja eigentlich Sinn, wa? Dass wir die Sachen einsammeln. Wir haben ja jetzt auch nicht allzu krassen Zeitdruck so. Also ich meine, wir lassen uns da Zeit. Ich mach das so, wie ich da Bock drauf hab. Ich meine, ich muss jetzt schon sagen, der Anfang und was man bisher gesehen hat, macht mir jetzt schon mehr Spaß als komplett Watch Dogs zum Beispiel. Und das ist, also Watch Dogs war wirklich ein komplett... Junge, kletter doch einfach da hoch! Was ist denn dein Problem? Gut, er kann doch nicht überall klettern. Gut, das können andere Assassinen besser als du, du Loser. Er will einfach nicht. Gut, alles klar. Ja, Watch Dogs war leider ein kompletter Reinfall von Ubisoft. Für mich persönlich zumindest. Das ist, ja, keine Ahnung. Egal. Aber bisher macht es echt Spaß. Man gerät so langsam ein bisschen in die Gameplay-Spirale, sag ich mal. Die Welt öffnet sich ein bisschen mehr, man lernt ein bisschen die Leute kennen. Geil. Also muss ehrlich sagen, bisher gefällt es mir echt gut. Oh mein Gott. Irgendwann bringe ich mich so noch um, wa? Egal, ich würde sagen, wir hören jetzt hier auf, Freunde. Die Folge ist ja auch lang genug. Ja, und aktiviert gerne die Glocke. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefällt, ihr mehr sehen wollt, ihr unterstützen wollt, dann macht das gerne. Und wie gesagt, Glocke aktivieren, damit ihr hoffentlich die nächsten Videos nicht verpasst. Bald in wenigen Tagen, Freunde, fangen wir dann mit Spider-Man an. Fangen dann bald mit Call of Duty an. Und, ja. Es wird geil. Es wird einfach geil. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Haut rein. Und tschüss.